aber dann kommt es komplett voll auf den Bauch zu. Du hast dann schon den Teamchef, der mit einem Lächeln der Gesamtmannschaft uns da allein hat. Das war ja die Decke, dass die Godzilla-Fans unten der Strecke auch der BWR glauben. Genauso wie hier, mit Sebastian Hansch, in Sachsen, beziehungsweise SLS AG, in einer Vereinigungsbreite, auf den bessere zweite Runde für den Anteil Branche jetzt auch da.
21, der WRT Pauli hat eben so für ihn in dieser Runde und damit wird der Sieger des Vorjahres der WR8 des Ultramarathons aus der 9. Startposition ins Rennen gehen. Ja, vielleicht ist René Rast auch nicht dieses große Risiko gegangen, denn ob man dann wirklich, man kapiert sich schon mal, Marke. Ist sich sicher mit Jörg Müller, das ist nämlich die Mannschaft. Jörg Müller, der in der Schweiz wohnt, der ist jetzt auch Augusto Franco, den die beiden Fahrten werden, wenn es so bleibt, wenn der Lexus nicht noch ein Schiffchen schlägt, was auch momentan nicht weit ist, ist in Ketzburg und es ist aus Altenkirch Dirk Adolf, der so lange schon verhandelt hier um dieses Rennen gerade zu gewinnen. Den hatten wir auf der Liste und der kam auch gerade bei Schwarz. Der zweite ist Martin, die Startnummer 6.